An in wunderschönen guten Bonjour. Mir schwätze mal. Tim? Wir haben nichts mehr zu bereden. Mortimer Stoke. Ihr wollt doch eh schon etwas selten. Wollt ich etwas selten? Nee, ihr habt die Kohle noch nicht zusammen. Und keine Kohle heißt kein Ring. Jetzt habe ich einen Köder mit Eukalyptusgeschmack an der Angel. Okay. Okay. Okay, okay. Was schon mal machen kann. Keine Ahnung. Oh! Marty! Ich brauche deine Hilfe! Klar, Doc, was ist das Problem? Sekunde mal. Mein Name ist nicht Marty. Wer zur Hölle bist du? Die Frage ist nicht, wo sind wir, sondern wann sind wir? Das war gar nicht die Frage. Ich fragte, wer zur Hölle bist du? Ich kann dir keine Details verraten, Marty. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Okay, jetzt habe ich echt Schiss. Was geht denn hier vor? Die Libyer sind hinter mir her, Marty. Libysche Terroristen. Libyer? Wow. Das ist hart, Doc. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hier, nimm das. Sekunde mal, Kumpel. Ist das wirklich, was ich denke? Wenn du dachtest, Plutonium, dann ja. Alter, spinnst du? Ich hab nur mitgespielt, weil es irgendwie lustig war. Aber das schlepp ich sicher nicht mit mir rum, du Irrer. Du verstehst nicht. Es geht um deine Kinder, Marty. Du musst etwas wegen deiner Kinder unternehmen. Meine Kinder? Okay, ich weiß nicht, ob ich in diesem Paralleluniversum Vater bin oder so, aber das hier fängt an, mir Angst zu machen. Wenn ich deinen scheiß Plutoniumstab mitnehme, lässt du mich dann endlich in Ruhe? Klar! Wir sehen uns dann in 30 Jahren, schätze ich. Nicht, wenn ich's verhindern kann, Doc. What the... Fuck! Okay, Spengel hat mir alles gemacht. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja. Plutoniumstab. Könnt ihr vielleicht noch durchsetzen? Blödsinn. Mensch, ist das vom Plutoniumstab, Mann. Blödsinn. What the fuck, ihr Plutoniumstab? Wie gehen wir auf Autobahn? Also, wir brauchen Geld. Sci-Fi-Con, wir brauchen Geld. Bei zwei, lieber nicht. Wir sind gerade entkommen. Beim Spawnhaus in Osto. Charles Comic war den aus Orto. Schon mal lange Idee. Dann. Ich glaube, auf jeden Fall, könnte vielleicht irgendetwas Interessantes tun. Vielleicht noch ein Gameboy, irgendetwas vielleicht was Wertvolles. Und den Mail verkaufen kann. Treppenhaus. Ja, ne? Tote Tauben. Okay. Schön. Guck mal. Hier ist eine Person, was man verkaufen könnte. Ach, der Socke! Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Ja, cool, meist. Immer bis. Hi. Hallo.
hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Ja, jedenfalls im Moment nicht. Moment! Mortimer hat die Klinke mitgenommen, die kriege ich nicht auf. Oh, fick, das schon kriegen wir nur... Kriegen wir eine Klinke hier. Abgeschlossen. Und Mortimer hat vorsichtshalber die Türklinke mitgenommen. Der kann's partout nicht leiden, wenn jemand in seinen Sachen rumschnüffelt. Okay. Wir haben genau ein bisschen. Den Dude, du. The Big Lebowski. Geil. Oh, guck, du, wie kommt da los in die Klinke? Um man nicht so ein Inventar für das abzumachen. Plutonium? Blödsinn. Pochschat? Das muss ich doch nicht aufgabeln. Humor? Ich kann nicht einfach Mortimers Tür einschlagen. Doch. Versuchen wir es mal mit einer einfacheren Lösung. Mach mir einfach wieder tot, dann kannst du mal nicht herstellen. Mir einfach geht hier nicht. Dann machst du mal eine Schwester, dann mach mir einfach wieder tot, dann. Ich weiß es nicht. Mein bester Willen, ich weiß es nicht, wenn du kennst. Dietrich. Ah, die Tür hat gar kein Schloss. Das muss anders gehen. Shit. Das ist schon ein guter Satz, du. U-Bahn. Ich probiere mal ein bisschen. Schöne Idee. Schon eine Idee. Schon ein Charter, ich habe es gesehen. Okay. Moment, mo. Jetzt trägt er einen schicken roten Anzug. Ich glaube, da fehlt noch was. Darum sollte ich mich erstmal kümmern. Okay, wie könnte... Nein. Blödsinn. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Okay. Da schreibe ich nichts drauf. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Kack. Okay. Okay.
Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ja, wäre schon geil, aber nein. Bei nächster Folge geht's wohl bei der Macaroni, du und guck, ob hier, wobei der Amazon ob hier vielleicht auch irgendetwas hört. Schließlich nicht. Ja, das wäre dann. Ja, Rotwaff-Dingen, ja, wollte ich etwas, so ein cooler Fanartikel. Ja, sind komplett, wie gesagt, die Dinge aus. Aber whatever. Tschüssi, Kuskalin. Have a nice day, goodbye.